Ja, seit ewigen Zeiten ist ja die Menschheit vom Feuer fasziniert. Gleichzeitig weckt Feuer aber auch unsere Urängste und dadurch verhalten wir uns extrem irrational. Letztes Jahr ist bei meinem Nachbarn die Wohnung komplett ausgebrannt, obwohl er das Feuer sogar noch rechtzeitig bemerkt hat. Aber anstatt zu löschen, hat er wie ein Verrückter die Hausratpolizei gesucht. Ja. Immer weniger Deutsche glauben an Himmel und Hölle und Fegefeuer. Deutschland ist ein Volk von Atheisten. 54% der Deutschen halten Gott für einen tschechischen Schlagersänger. Wobei bei näherer Betrachtung die Idee des Feuers im Christentum ja eine ziemliche Schnapsidee ist. In der Bibel zum Beispiel steht, Gott erschuf die Welt in 6 Tagen. Das Licht, also das Feuer, hat er erst am 4. Tag erschaffen. Das heißt, er hat im Endeffekt 3 Tage lang im Dunkeln gearbeitet. In dieser Zeit hat er Regionen wie Ostwestfalen oder Niederbayern erschaffen. Wir Physiker dagegen haben zum Feuer einen ganz, ganz anderen Bezug. In der Physik zum Beispiel ist man der festen Überzeugung, dass das Feuer viel früher da war. Das ist quasi mit dem Urknall entstanden. Ja, man kann sogar ausrechnen, dass bereits 10 hoch minus 43 Sekunden nach diesem Urknall, also nach der Erfindung des Feuers quasi, alle Naturgesetze auf immer und ewig feststanden. Wenn es also wirklich ein Schöpfer war, der alles erschaffen hat, dann hat er direkt nach dem Urknall seinen Laden dicht gemacht und ist nach Hause gegangen. Das Schlimmste, was man über Gott also sagen kann, ist nicht, dass er vielleicht zynisch, böse oder rachsüchtig sein könnte, sondern dass er so wenig aus seinem Talent gemacht hat. Und weil sich das immer mehr rumspricht, flüchten sich die Menschen in Ersatzreligionen. Ja? Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel, eine Bewegung, die ganz klar religiöse Züge hat. Das kommt ja von den alten Germanen, die hatten sogar einen Fußballgott. Ja? Thor hieß der. Ja? Während der Heiligen Messe, im Fußball auch Spiel genannt, stärkt man das Gemeinschaftsgefühl durch das Absingen von Liedern. Ja, in der Kirche, großer Gott, wir loben dich. Auf dem Platz, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, in der Bibel hieß es, und er scharte 12 Apostel um sich. Im Kicker, 11 Freunde soll dir sein. In Argentinien gibt es sogar einen Heiligen, der die Hand Gottes genannt wird. Und er ist sogar im Neuen Testament erwähnt. Selig sind die im Geiste Armen. Lothar Matthäus 5,32. Lesen Sie nach. Und selbst wenn das alles wahr ist, was die Bibel über das Feuer in der Hölle und dem Paradies im Himmel so schreibt, lohnt es sich, ein wenig genauer hinzugucken. Der biblische Himmel, der gilt ja temperaturmäßig als ein sehr, sehr angenehmen Ort. Also die Hölle, eher das Gegenteil, eine Bullenhitze. Aber ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Bereits 1972 haben Physiker in der Fachzeitschrift Applied Optics eine Berechnung angestellt, wie hoch anhand von Bibelzitaten die Temperatur von Himmel und Hölle denn wirklich ist. Und diese Berechnung möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Bei der Berechnung der Höllentemperatur gingen die Physiker von einem Bibelzitat in der Offenbarung aus. Da heißt es, die Furchtsamen und Ungläubigen sollen ihren Platz in dem See finden, der von Feuer und Schwefel brennet. Damit ist die Hölle gemeint. Ein See aus Feuer und Schwefel. Das heißt also, Schwefel ist in der Hölle flüssig und das bedeutet, die Höllentemperatur, T, Hölle, ist auf jeden Fall kleiner als 444 Grad Celsius. Denn oberhalb dieser Temperatur geht Schwefel in die Gasphase über. Über die Atmosphäre des Himmels gibt Jesaja Auskunft. Das Licht der Sonne wird 7-mal stärker sein als das Licht von 7 Tagen. Damit kann man arbeiten. Physikalisch gesehen besagen diese Worte nichts anderes, als dass der Himmel von der Sonne 7 mal 7 mal so viel Energie in Form von Strahlung erhält, wie die Erde von der Sonne. 7 mal 7, 49, der Physiker rundet locker auf 50 auf. Das heißt, der Himmel empfängt etwa 50 mal mehr Strahlung wie die Erde. Strahlungsleistung Himmel gleich 50 mal Strahlungsleistung Erde. Der Zusammenhang zwischen Strahlungsleistung und Temperatur ist definiert durch... Freunde, wir können das hier auch nach Buch machen, ja?
durch das Stefan-Boltzmannsche Strahlungsgesetz. Strahlungsleistung proportional zu T hoch 4, Temperatur zur vierten Potenz. Eingesetzt bedeutet das, Himmelstemperatur hoch 4 gleich 50 mal Erdtemperatur hoch 4. Wenn man die Erdtemperatur mit etwa 300 Kelvin annimmt, also 20 Grad Celsius, einsetzt und die vierte Wurzel daraus zieht, dann erhält man für die Himmelstemperatur gleich 525 Grad Celsius. Und das bedeutet, im Himmel ist es heißer als in der Hölle. Dankeschön.